auch gemacht. Jawohl. Das war eine Blitzanpassung. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was das hier wird, ne? Also, ja, irgendwie sind gerade viele Dreiecke unterwegs, ne? Übelst viele. Übelst viele. Vor allem natürlich ganz viele von den britischen Dreiecken, ne? Richtig. Auf Stufe 10 ist das dann auch immer ein ganz spaßiges Matchmaking. Ist auch, im Jagdtiger fühlt man sich dann auch eigentlich willkommen, weil man hat wenig genug Panzerung, dass der FV auf dich schießt. Man hat genug Hitpunkte, dass der FV, wenn er dich penetriert, halt auch eine schöne High-Roll machen kann. Verstehst du, was ich meine? Ein FV-würdiges Ziel. Das man ist ein gern gesehener Gast vor der FV-Kanone. So, hast du denn endlich mal deine Fußballtarnung? Nee, hast du nicht. Brauche ich die? Wenn du sagst... Aber halt, ja, mal ausprobieren. Ja, wenn du sagst, Fußballtarnung ist auf jeden Fall ein Must-Have auf dem Jagdtiger, dann machen wir das. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich glaube, mach das Feld auf, du. Ich fahre aber hier hoch. Ich glaube, die ist noch auf dem T100 Lite von unserer letzten Session. Ja. Komm, hier snipen. Stell dich hier so hin. Und löte alles weg. Gott, ey, wenn du den ELC 90 durchlässt, ich bin dann so mad, Mann. So mad. Ja, was heißt, gegen den kann ich nicht viel tun, aber du kannst ja die Büsche nutzen, um nicht aufzugehen aus der Mitte. Das geht schon. Dieses Jagdtiger Bushwork, man kann es. Du kannst da ein paar Büsche verkleiden, damit die nicht gesehen werden vom Gegner. So, ich bin undercover abgetaucht hier. Schon mal geschossen, wenn ich jetzt aufgehe. Ich denke, der Even würde sehen, falls in der Mitte was unterwegs ist. Trägt! Ich hab den Projekt. Oh, hier. 1000 Tracking habe ich schon. Jawohl, guck mal, hinten geht's auch zur Sache. Ich sehe es schon. Oh. Wir wollen da durch. Wie viel Prozent standst du oder stehst du? 91 irgendwas. Ich bin von 94 schon wieder hart gedroppt. Nach unseren letzten Sessions. So, das 430 steht perfekt. Boah. Dann ist das die Runde. Ja, wenn mich die Kanone jetzt einfach mal nicht im Stich lässt, wenn ich schon wieder sehe, was hier für Schellen durch die Gegend fliegen. Jetzt muss ich Alter. Vierer, du. 13,90 unten, vorsichtig. Danke. Ja. Beide Lights da unten, ja, jetzt muss ich. Ja, ich stehe hier zu denen halt down. Aber wenn die mich. Der 90, der hat Bock, ha? Oh no. Der 90 jetzt hier hochfährt und ist auf jeden Fall. Ja, nice. Schön. Fährt einfach hoch. Der langfährt. Die Leute hinter dir, die lachen auch einfach gerade auch. Die lachen dich gerade auch einfach nur aus. Kannst du ihn nicht mit HE mal wegmachen? So? Ja, wenn ich schieße, bin ich tot hier. Obwohl, ja, ich probiere es weiter. Ich glaube, er hat es schon hinter sich, oder? Ja, er hat es hinter sich. Dann gehe ich mal hier das andere Objekt killen. Oh, da steht noch ein 263. Jetzt komme ich rüber hier. Ah, jetzt kommt der nächste Clown hier angefahren, oder was? Ich schieß drauf. Oh no, jetzt bin ich offen. Ey. Du hast doch schon 7k Damage. Das ist korrekt. Komm ich um den Light? Ah, ich komme nicht mehr ran. Ich würde mich so freuen. Ja, mach halt einfach die anderen da oben noch offen. Mach ich. Oh. Oh, vom Allervereinsten. Guck mal, der Les hat Bock. Ja, ich sehe es. Ich schieß das Haus weg. Ja. Warte einen Moment. 3, 2, 1, boop. Gut. Es steht. Ach, das ist falsche. Sorry. Das war auch das Falsche. Der Even pumpt mich gerade an. So, jetzt hat der Liz kein Haus mehr, jawohl. Ja. Sehr schön. Was ist das für ein Haus?
Guck mal, da ist noch richtig viel drin, ne, in der Stadt. Der lebt noch so gut wie alles. Kill den mal, den das war. Oh, beautiful. Schön. Schön. Klausi ist raus. Also ich habe da links daneben, wo das 268 zuletzt war, ein paar Mal blind reingeschossen, aber... Ah, hier hinter mir steht ein voller Jagdwaffel. Ah, nice. Jagdpanzer meine ich. Ja, ich guck mal nach dem 268, ja. Sonst glaube ich, kannst du dich Richtung Stadt auch hinziehen. Ja, okay, da komme ich nicht ran. Ja. 263 ist auch weggefahren. Ich helfe mal unserem Kollegen hier. Oh no. Boah! Ich treffe den Pixel-Shot sogar, aber ich penne ihn nicht. Scheiße. 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 Nicht auf mich schießen. Jag den, mach ihn weg. Jag den. Ja, ja, ja. Kann er. Ja, den macht er. Hat er gelernt. Er fährt jetzt ja auch einfach quer vor allem übers Feld. Scheint nichts zu. Ja, komm rüber. Ich mach dir die hier auf die Jungs. Na, die sind aber alle in der Stadt. Fosch ist in der Stadt voll. 705 ist voll. Ich glaube, du hast ja nur noch 263, oder? Ja, und den Prototyp. Uff. Lol, 705 hat sich gerade in Luft aufgelöst. Ja, ich fahr jetzt hier einfach straight übers Feld. Mal gucken. Ja, genau, vielleicht steht hier jemand. Die Patch hat's auch mit reingejodelt da hinten. Ach. Hallo. Hey, Proto nicht zu sehen. 263er, ne? Der ist. Ja. Hat noch 1000 HP. Ich glaube, da hast du die besten Chancen. Wie viel HP hat die Patch noch? Weißt du das? Ne. Also bei mir wird sie voll angezeigt. Und bei mir auch. Ja, vielleicht ist er noch voll. Und der Prototyp hat nichts mehr. Oh, steht da hinten rum. Okay. Oh, da ist er. Lol, Battle auch. Voller P, ja. Ein voller One-Shot. Ja, das ist die faire Anzeige. Der Udes macht da hinten mit dem 263 rum. Ringelpiez mit anfassen. So, und jetzt sag mir, wie viel combined? Was glaubst du? 6. Nee, nicht ganz. 5. Ja, ist doch gut, trotzdem Plus. Du musst ja immer erstmal ein bisschen ein Plus erfahren, was du dann in den nächsten Runden wieder runterspielen kannst. Ja, schön. Oh. Ey! Guck mal, aber die Lights, die wollten das aber auch richtig hart. In der 1390 ja, auf mich rumfährt. Das war gut, ne? Der Jagd, der hätte einmal in die Richtung schauen müssen. Aber hat ihn nicht interessiert. Ja, es ist dann irgendwann, du musst dir das vorstellen, wie so fette Kühe. Denen sind die Fliegen auch irgendwann egal. Ah, noch ein Blindschuss, okay, 4-6. Passt. Okay. Ich kann mich auch nicht beklagen hier, du. Das war gar nicht so verkehrt. 1% war das. 4,5k Assist, du hast 4,5k Damage. Wunderbar. und die Häuser. Noch wechseln. Und die Häuser. Achso, ja. Das ist ganz wichtig. So, warte, das war auf dem T100. Was ist eigentlich aus deiner Grille geworden? Welche Grille? Ah, okay. Also gibt's nicht mehr, sagst du. Gibt's nicht mehr, ja. Hatte ich nicht einen 3D-Skin für den ollen T100? Wow. So. Also hast du definitiv, hast du safe verkauft, sagst du. Genau, deswegen habe ich auch gerade mal wieder Credits. Die gute alte Grille wurde zerlegt und in Premium-Munition wird sie jetzt auf dem Server verteilt. Ja, echt so. Aber es war bei mir halt auch nie die Grille, es war die Cricket, weißt du. Ist das so ein bisschen wie, so, ein bisschen wie so eine Urne über dem Meer verschütten, oder? Ja. Jetzt die. Sich jeder. Naja, zum einen das oder zum anderen, wie so ein geklautes Auto, werden jetzt die einzelnen Teile verscherbelt. Nein, jeder Gegner, der jetzt von dir mit Premium-Munition beschossen wird, da steckt ein Teil der Grille drin. Es sind emotionale Mumpeln, die da fliegen. Emotionaler Mumpelstaub.
Ja, ich stelle mich hier El Clasico hinten links da in der Ecke drin. Und mach Fußballparty. Fußballparty. Sieht Alter, aber jetzt, ja. Es sieht auf dem Jagdpanzer, aber auf dem Jagdtiger ehrlicherweise gar nicht so ungeil aus, die Fußballtarnung, ne? Naja, I don't know about that. Ey. Ist halt ein XL-Trainingsanzug jetzt, ne? Mann. XL-Trainingsanzug. Fehlt nur noch das Goldkettchen und das Brusttattoo. Ganz genau, das ist ein schöner Zuhälter. Payred, vielen Dank für die 1000 Biddies, Mann. Dankeschön. Und Olli, vielen Dank für die 7 Monate. Dankeschön. Jagdtiger ist einfach schön. Habt ihr ja gerade gesehen. Milan, was ist da los? Ist einer? Leitwin hat richtig Bock im Gegnerteam, ne? Oi. Die Frage ist nur, auf was hat der Bock? Ja, jetzt nicht sterben. Weil sonst muss ich hier alleine 15 Minuten im Busch rumwanken. Ah, die Arti hat auch Bock. Schön. Oh, da 2684 hat auch Fußballtarnung. Wir haben uns gerade schon beschnuppert. Junge, das ist aber auch ein Profi. Warte, ich glaube, hier drüben auf der Flanke ist gar nichts los. Ist einfach so schön, dass man hier auf dieser Position schon direkt von der Arti begrüßt wird. Ja, wunderschön, ne? Alter, hier ist kein Gegner, du, hier drüben. Ich sag's dir. Hier ist alles frei. Also ich denke, da wird noch ein paar mehr Kundschaft, ein bisschen mehr Kundschaft kommen bei dir drüben. Ja, 268 hat sich auch schon komplett weggeworfen. Schön. Nein. Ja, unser Team da. Hier ist kein Gegner und unser Team hat aber überhaupt keinen Bock mitzumachen. Perfekt. Ich fahr jetzt in die Mitte. In. Der Ehrenhundert, der hat ja auch eine ganz wilde Pose. Ich lasse es nochmal. Hier sind gerade 2700 Lebentapet angekommen. Weil die wollen hier einfach nicht pieken. Boah, das 705, Bruder, das kannst du doch nicht machen, Mann. Ja, da einfach, wenn er wenigstens in der Senke da hochfahren würde, aber er fährt halt einfach über den Hügel und überlebt das, ne? Wow. Oh, der T-54 Lightweight ist auch hier. Jagd eh gönnt sich. Hier ein bisschen am Schwitzen, du, sorry. Ja, die Gegner auch. So ein paar Maden vor mir, ey. Die es mir schwer machen wollen. Was soll das? Ich wollte das mit den Ferien ja immer nicht wahrhaben, aber ich habe da langsam das Gefühl, dass... Ist das deine nächste Aluhut-Theorie? Was hier im Moment gerade stattfindet. Aber meinst du? Weil, keine Ahnung. Dass die Ferien da so einen großen Einfluss haben können? Ja, die Papis nehmen sich ja zu der gleichen Zeit Urlaub. Oder nicht? Sitzen Heinz Udo und sein Sohn gemeinsam und mal löten den Sechser weg. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde es nur im Moment, die letzten 2-3 Tage. Ich hatte Montag und Dienstag so gute Sessions wie lange nicht mehr. Einfach weil die Gegner komplett gejodelt sind. Und jetzt hier auch schon wieder. Oh. Die gönnen halt einfach.
Außer die T92-Arti, die hämmert hier in einer Tour rein. Hätte ich es halt auch entspannt. Du stehst da einfach nur, ne? Und linksklick, linksklick. Ja. Richtig. Perfekt. So muss es laufen. Während du da um dein Überleben kämpfen musst, von Busch zu Busch springen, stehe ich hier einfach nur und löte mir ein. T95 auf Distanz zu treffen ist immer so ein Ding. Aber auch nicht unmöglich. Bist du tot? Ich bin gerade gestorben, weil ich den Centurion überraschen wollte. Er hat 207 HP. Ich fahre von hinten ran, gebe ihm Schuss in die Seite. Er überlebt mit einem HP. Ich roll für 206. No, ich würde jetzt ja anbieten, mich wegzuschmeißen, aber es läuft gerade zu gut. Außerdem war es dein wilder Vorschlag, den ich hier gerade ausbaden muss. Nee, geh pushen, rein da. Da kam schon wieder ein Dedicated Arti-Gruß. Die T92 hat, glaube ich, die ganze Runde nichts anderes gemacht, als diesen Busch da blind zu beschießen. Ich habe da mit meiner T92 mal was gewonnen. Hier. Naja, er hat ja auch schon den Dingsums hier, den WT hat er auch schon komplett niedergeschmarzt. Na gut, ich meine, Blindshots sind halt lustig, ne? Ja. Passt halt. Immer neid, oder? Immer drauf. Ja, ich push da jetzt den Hügel hoch. Also ich sag mal, so dieses massive Sperrfeuer. So müsste Arti eigentlich wirklich funktionieren, ne? Sperrfeuer, Flächenfeuer auf markante Geländeabschnitte. Ja. Er spielt sie richtig. Ich glaube bloß nicht, dass da solche großen Granaten verschossen werden, oder? Verschossen sind. Klar. Alles im Erdboden gleich gemacht. Minus. Na, da ist er, der Kollege. Ah, die andere AD, hast du gesehen? Ja, ja, die stand daneben. Da in der Richtung. Ich bin die ganze Zeit hier noch am Looky-Looky machen, ob hier noch HP sind, aber... Stand er nicht auch da oben in dem Busch drin? Nee, nee, da drin. Ja? Da drin steht die andere. Ah, ich hab Baum gesehen. Leopard hat gerade auf mich geschossen. Ja, das ist genügend HP, du. Die ging gleich auf. Wilder Blind. Jetzt. Ja. Oh, Leo, gönn mir noch einen Schuss, bitte. Nicht sterben. Nicht, noch nicht, noch nicht. Es ist noch nicht deine Zeit. Don't do it. Scheiße. Er hätte halt auch da hinten in die Haldown-Position fahren können. Aber er steht lieber komplett da auf dieser Ridgeline drauf. Hätte er machen können. Von jedem. Aber egal. Ich denke, es wird wieder 1% gewesen sein. Bernie mit B. Vielen Dank für die 2 Monate. Hotzimann, vielen Dank für die 12 Monate. Und Showtech, vielen Dank für die 14 Monate. Bist Dankeschön. Du da jetzt vielen Dank. Näher denn je an der dritten Mark? Oder wie sieht's aus? Nee, ich war schon bei 94,8. Auch mit dir zusammen. Und dann kamen ganz, ganz wilde Runden. Was ist da? 5K combined. Ja, das 277, was da vorne gespielt hat, hat 2.500 Aufklärungsschaden. Die wollten ihn aber auch alle. Der Jagd, der T95, der EN100. Die sind da einer nach dem anderen. Als wenn es da was umsonst. Als wenn der 277 da irgendwie Lutscher verteilt hat oder so. Der wird ausgeblendet, was für Gegner da noch irgendwie in der Schusslinie stehen. Mhm. Das ist komplett egal. Oh, du hast Begegnung aktiviert. Das ist ja wichtig. Ist für TDs eigentlich voll nice. Bei Jagdliga Gunmarker, siehst du alle Register hier da. Richtig. Also ich habe andere Verteidigung habe ich aus, aber Begegnungsgefecht habe ich an. Jawohl. Wie macht man das? Ich würde am liebsten hochfahren und spotten, weil in der Mitte, weißt du, da gehst du auf und stirbst sofort. Ich weiß nicht. Wie du denkst. Vielleicht fährst du einfach hoch zum Hügel fighten und schießt ein bisschen runter. Ja, also ich fahre direkt hier so hin. Mach wie du denkst, Hauptsache die Leute, die zum Hügel fahren, genau. Ja. Ja gut, das ist halt schwierig. Die werde ich nicht wirklich gut sehen können, aber I try. Ja,
Hey, du bist Mailand. Ja, aber dadurch habe ich jetzt auch keine 600 Meter Sichtweite. Oh, er ist verrückt. Oh, ich muss ihn farmen. Ich muss ihn. Gott. Alter, hör auf, mich reinzufahren, du Klops, Kalli, Alter. Als ob du einen Jagd-Eh durch die Gegend PT. Ich sehe einfach alles da unten. Das gibt's ja nicht. Alles. Siehst du, du bist Mailand und du hast 600 Meter Sichtweite scheinbar. Oh, die wissen gar nicht, wen geschieht die Gegner. Boah, bin ich aber aufgegangen. Der Brass da. Ich glaube aber, das, was da gerade auf den Hügel kommt, ich ziehe mich mal hinten in den Wald zurück. Meinst du? Ja, ja klar, spiel safe. Ja, ist schon nicht. Concept, AI Phase 1, E50, KPZ. Das sind jetzt. Ah ja, nee, mach safe, ist schon gut. Okay, 3700 Spotting geholt. Gegen uns Gefecht auf Malinovka ist halt einfach so ein Traum. Vielleicht. Ja, aber halt auch nur, wenn sich die Leute blöd anstellen. Ne? Das smart spielen. Smart. Aber ja, smart spielen, das ist halt. Was ist das? Ja. Macht halt kein Mensch. Willst halt auch nicht auffallen, ne? Als Klugscheißer. Als der Streber. Willst halt einfach nicht sein. Als der Klassenstreber. Komm. Jetzt RNG mal ein bisschen hier in Gun-Mode 1 gehen, bitte. Oh. Oh, die stehen da oben so sexy rum. Hey, irgendwie meine Schüsse kommen nicht mal an. Was ist denn das? Die stehen da, AI Phase 1 steht da völlig offen. Der Konzept steht da völlig offen. Danke, jetzt geht's los. Kriegst du die aufgehalten? Oh, wo fährst du denn hin? Ich brauch gleich Spots auf dem Hügel. Sind da gleich alle tot. Also soll ich jetzt umdrehen? Ich fahre. Also ich hab hier, im Moment habe ich hier noch gerade Farm Fiesta. Dieser Konzept, Alter, das ist irgendwie mein persönlicher Endgegner. Das Problem ist, der Borat steht hier oben drin in den Büschen. Macht mir das Ganze gerade ein bisschen schwierig, aber kein Problem. Ich komme gleich rüber. Gespottet. Immer dran denken. Du bist es. Der gesegnete Scout. Ja, Schar ist gerade der gesegnete hier. Oh, nice. Mal, ich bin mal ganz kurz AFK, ich muss mal der Vanessa helfen. Willst du mich verarschen? Digga, es geht hier um Leben und Tod. Ey, keine Ahnung, ich treff diesen Konzept einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich darf ihn einfach nicht löten. Ja, weil, keine Ahnung, irgendwie muss er ja ein schwarzes Loch an der Concept B unterbauen. Also alle anderen gingen übelst gut rein, nur der Concept ist. Conway.
Nein, wenn da ein Wrack vorstehen würde, das wird ja mittlerweile angezeigt, diese Kanten. Der stand da völlig offen, da stand kein Wrack davor. Die Wracks siehst du ja. Der bounced den am Turm. Der E50 ist auch gesegnet. Das könnte halt jetzt eine richtig gute Runde werden, wenn er dann aufgeht, ist er... Ach komm, E50, wer bist du, Bootsmann? Ah, shit. Sorry, Maus. Alles gut. Wir haben das hier Vollgas unter Kontrolle. So, wir können das alles noch gewinnen, weil es sieht sehr gut aus. Jawohl. Ich fahr mal hier drüben spotten Richtung Borast. Kannst du hier nehmen? Ja, die auf dem Hügel sind alle One-Shot. Auch für dich. Jawohl. Okay, für mich auch, sagst du. Gut. Also KPZ ist vielleicht Two-Shot. Aber die sind da weggefahren. Der Einzige, der in der Zwischenzeit mal gepiekt hat, war 274. Mhm. Meinst du, die sollen gegenfahren? Hm. Ich würde sonst mal hinter uns checken, ne? Ich würde sagen, wir können mal Feld lieber gucken, weil da war lange nichts mehr. Skorpion können. Ich glaube mal nachher. Bleib stehen. Ja. Bleib stehen. Genau, Skorpion ist ein guter Spieler, weiß, was er tut. Der hat mich vorhin hier schon wie der größte Profi weggesniped. Ich habe mal eine HE drin. Jawohl. Wenn, dann wird er da hinten irgendwo oder hier vorne. Hier irgendwie was rein schon. Ja. Hier nix. Ich meine HE links neben den Busch da. Warte. Oh, Kaffee, den kann ich nicht schießen. Oh, hier, Konzept. Ey, dieser Konzept, ne? Bruder, willst du mich verarschen? Was ich an dem jetzt in dieser Runde... Jetzt bin ich sogar mit HE. Er hat 51 HP. Ich scheitere sogar mit HE an ihm. Und seine Unterwanne war ein schwarzes Loch. Stern. Da. Okay, ja. Skorpion halte ich offen. Der sollte nicht zugehen. Wie hältst du den offen? Mit CVS. Jetzt steht er vor dem Felsen, deswegen sehe ich ihn nicht mehr. Also von mir aus vor dem Felsen, von dir aus links am Felsen. Ich versuche erstmal den Borast zu blinden. Der steht safe wieder da oben drin. Ich komme mal zu dir. Ich denke, dass der Borast im Cap. Ich bin offen, der Borast, das ist der Borast. Ja, schießt auch auf mich schon. Wow, warum geht er nicht auf? Der Char steht direkt davor. Wilder Typ. Okay, ich weiß es nicht. Aha. Er ist auf der KPZ. Ich kann den KPZ resetten. Willst du nochmal auf den Borask geben, dann fahr ich ran. Ja, ich hab... Du solltest straight Richtung Cap fahren, ne? Ich meine, ich halte den Borask vom Leib und du kannst den Waffenträger fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt eine HE geladen.
Ich bin wieder gespottet, da oben steht er. Schön. Delta Frono. Ich mach nix, gönn dir den Waffe. Du kannst, wenn du hier hinfährst, kannst du ihn sogar beschießen. Das stand nicht safe. Aber gut, der wird jetzt vielleicht in Deckung gefahren sein. Ja, das Problem ist, er muss dann jetzt übelst weit rumfahren. Steht hinten am Felsen. Nee, gönn dir einfach darauf hier runter. Der Cobra. Dräng den Cobra ab. Ah, ich glaube nicht, dass er dir zum Verhängnis wird. Das war eine leckere Schmecke. Das schmeckt dem Papi. Warum fährt er da jetzt auf der Stelle hin und her? Hat er da jetzt irgendwie... Ja, da waren Pilze. Die einen hat er schon gesammelt und die anderen, die waren noch offen. Das sieht hier ein bisschen aus wie bei Command & Conquer. Was haben die immer noch gesammelt? Tiberium oder so? Hier sieht es auf dem Boden so ein bisschen so nach Tiberium-Sammler aus. Ich hab AFK gekillt. Ja. Gut abgeparkter Leid ist die halbe Miete. Junge, schon die dritte Runde in Folge mit deutlich über 4K. Da stimmt auch was nicht. Vielleicht sollte ich genau so jetzt bin ich bei 94,39. Vielleicht soll ich genau jetzt Schluss machen. Nee, vielleicht sollte man genau jetzt durchziehen, weil du gerade einen Lauf hast. Ah ja, okay. I trust you. Zirben Peter, vielen Dank noch für die 19 Monate. Chiles, vielen Dank für die 11 Monate. Dankeschön. So, das ist es jetzt. Kenny Chen, vielen Dank für den erstmaligen Twitch Prime Support. Dankeschön. Ich sag dir aber, sobald da ein Fail dabei ist, instant raus. Die Fußballtarnung ist es. Naja. Alter, jede Runde 1%. Sogar ein bisschen mehr als 1%. Dreimal zweimal Maus, einmal Erno. Stelle ich mich einfach hier hinten auf die Schienen und farm die dicken Klotzkoffer? Das musst du und das geht nicht anders. Alter, die sind sowas von paid, sag ich dir. Du musst gucken, dass du weit genug hinten stehst, weil ich denke, die werden einfach durchpushen, ne? Ja. Oh, also... Wenn wir jetzt rechtzeitig herausfinden, dass die doch andere Seite fahren, dann verlege ich mich. Ja, ich werde sofort einen offensiven Spotrun drehen. Ai. Lost, we have an idiot who play AMX50B. Fuck you, WG. Okay. Da sind die, die Motivationsansprachen. Ich liebe sie! Jetzt fühle ich mich doppelt motiviert. Wir wissen, dass wir einen Idiot im 50B haben, das heißt, für uns bleibt mehr über. Richtig. Ich meine, wir haben die Fliege in der Maus. Aber auch nicht verkehrt. So. Haben Sie die Bunse da hinten? Ich hoffe, dass ich jetzt weit genug hinten stehe. Oh, da kommen sie. Ich kann sie riechen. Oh, wie sie da alle stehen. Du. Du bist aber nur eine Maus, ne? By the way. Ja, gut. Believe, alles klar. Hier müsste dieser Holzstapel da mal weg. Jetzt kurz noch eh schießen. Holzstapel kann ich auch machen. Der hier? Spart deine Munition. Das da? Ja. Warte. Nicht so ein Tonnenwagen löten? Ja, danke. Oh, was ist mit Leopard da bei dir? Ah, der pickt die ganze Zeit, da muss ich mal ein bisschen zurückhalten. Wo kommen denn jetzt die Daddy Tanks? Kunze, kommst du vielleicht dran? Nee, ist zu weit weg. Damit. Okay, du, ich bin raus hier. Es bringt mir nichts. Ja. Bringt nichts hier oben stehen zu bleiben. Ich kann da auch nicht viel machen gegen den Kunze-Boy. Okay, ich denke, das müssen wir im Late Game regeln. Ich muss mich erstmal jetzt verlegen, weil da ist wirklich nur eine Maus und die machen hier wilde Kreuz. Lass mal lieber hier drüben spielen. Da, wo der. Ja, aber vielleicht möchtest du einfach in den Bahnhof reinfahren.
Nee, ich möchte hier am Haus stehen und du musst einfach nur am Leben bleiben. Und wenn die werden hier an der Ecke gleich alle pieken. Ja, okay. Und dann farmen wir sie richtig. Verstanden. Guck mal, die machen voll YOLO-Mode. Ja, ich seh's. Auch gar nicht so weit zurückfahren, das sind ja alles Häuser, die da ankommen. Und wenn du kannst, den 1390 instant töten. Ah, jetzt, ich kann schon anfangen. Zack. Das ist ein Stream-Sniper, du, der hat nämlich auch dieses Maus-Emblem auf der Seite drauf. Wieso ist es dann ein Stream-Sniper? Weil er deine Maustarnung kopiert hat, was macht er da? Ist ja nicht. Guck, er lässt sich von dir ernten. Alter, wie er sich einschenkt. Wie schnell war er denn jetzt weggezaubert? Stand er seitlich zu euch? Nee, unter Wanne. Ja, unter Wanne, okay. Ich meine, du warst ja nicht der Einzige, der drauf geschossen hat. Alter, what the fuck? Ja, in 100, wenn du Streamsniper bist, du musst den Turm nach links drehen und ein bisschen vorfahren. Nur einen Meter. Boah, ich sehe ihn nicht. Okay, naja, das war die erste Maus, die sich weggezaubert hat. Gegenpushen im Süden. Oh, in der Mitte! Scheiße, das habe ich zu spät gesehen. Ah, komme ich jetzt nicht ran. Sollen wir den EN-100 nicht lieber goen? Das Ding ist halt, dass du aus dem Norden immer gekreuzfeuert wirst. Aber klar, man kann... Was passiert denn da? Was ist das? Conway. Okay, ich fahr hinter in die Ecke, um zu spotten. Ich hätte gedacht, die würden sich alle zurückziehen, aber wenn der Conway jetzt da ist, da gleich nochmal hin. Nein, jetzt fährt er weiter, oder was? Irgendwas habe ich auch... Ach, das ist der andere. Das ist ein anderer Conway, du hast den trotzdem getroffen, glaube ich. Ja. Aus 1 macht 2 Conway, ja. Ich dachte schon, ich sehe sie doppelt. Ja. Oh, das ist schon wieder hier Tontaum schießen, ne? Oh, 1390, der ist wichtig. Ich hab verschossen. Nice. Es gibt andere. So Idiot ist der 50B gar nicht, du. Ich weiß nicht, was der Tiger 2 die ganze Zeit jammert im Chat. Scheiß doch auf die. Ist doch gut, wenn er uns ein bisschen was überlässt. Naja, 50B macht einen guten Job da. Also. Ja, ganz ehrlich, am Ende werden die Klöten gezählt. Die Klöten, ja, alles klar. Alles klar. Ich glaube, der versucht abzuhauen, oder? Ich halte ihn jetzt auf jeden Fall. Ach, scheiße, doch nicht permanent offen. Wo hinter uns kommt der Kunze? Ich fahre mal die Kur. Blöd, dass das Haus da nicht kaputtbar ist. Ja, oh, jetzt macht er einen Donk-Move da mit seinem 50. Da oben drauf rumstehen. Naja, er guckt bloß. Aber wie gesagt, es ist doch scheiß auf das, was XVM sagt. Jeder kann mal einen guten Tag haben, jeder kann mal einen Scheißtag haben. Hier, der signalisiert mir jetzt, dass er mir helfen würde, der 50B. Tja, will ich da jetzt reinpushen? Eigentlich nicht. Und wir pushen gemeinsam aus. Kommst du mit ran? Ja. Im Norden. Im Norden sind unsere Zehner relativ low, ne? One-Shot bzw. Two-Shot die meisten. Lass uns erstmal. Die Maus pusht. Die kommt. Hat Bock. Schäme. Und da war er nicht getroffen. Nice track. Retrack ihn. Ich halte ihn die F-Kette. Bruder, bitte RNG, ich brauche 2 Schüsse, dann ist das durch hier das Thema. Ich bin abgeprallt. Oh, was ist mit dem 65 Tonnen da? RNG gönnt gerade nicht. Ich geh mal den Rheinmetall-Bonsen hier. Ah, die Arti rennt hier. Oh, ich. Und Landung. Ich fahr mal so, dass ich auf die Maus ballern kann.
Ja, du, ich denke, du kannst da ranfahren. Ich gehe mich um den SDA kümmern und dann musst du hier mal zusehen, dass du noch ein bisschen was beballerst. Einfach straight rein da, komm. Geh den SDA beschäftigen. Jetzt fährt er da lang, oder was mit seiner Maus? Ich glaube, ich gehe für den Löwen. Auf den kann gerade keiner wirken, oder? So. Scheiße! Push die Maus von hinten. Zwei Schüsse brauche ich noch. Das Spotting-System verarscht mich gerade. Oh, nice, Hyrule. Nice, Hyrule. Thema erledigt? Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Was zeigt die Zahl an? 3,9. Ne, die Prozente. Egal, als ob ich damit spielen würde. Alles Kopfsache, emotional swag. So, den Tornwagen mache ich jetzt aber noch weg. Lass dir mal die AT im Leben, vielleicht sind das die 5 entscheidenden HP. Wichtig, ja. Wenn wir fehlen würden. Wichtig. Da steht's. Ich hab aus Versehen den Tigerschuss geblockt. Come on. Guck mal hier, der 50B schreibt zum Schluss noch: Good job, Tiger. Ja. Ach, der Tiger 2 war der Idiot, ne? Ah, dann hab ich ihn. Nee, ja, der die ganze Zeit geflamed hat. Dann hab ich ja, ein 50B soll der Idiot gewesen dann sein. Dann muss ich ja hier nicht mich schlecht fühlen, dass ich ihn. Es war's. Jetzt gehe ich in Ruhestand. Max. Ist doch kein Idiot. Was ist denn? Ich will hier nochmal kurz nachgucken. 4 Gefechte am Stück mit über 4K. Das muss mir erstmal jemand nachmachen. Der nicht Mailand heißt. Das gemacht wird. Erstmal wieder Ensk, ne, für unsere provisorische Stadtkarte. Jawohl. Und danach dann Wienberg. Abfahrt. Oh. Oh, Ensk, jawohl. I can see clearly now. So, okay. Ah, guck mal hier. Das Matchmaking. Kranwand 260, Type 5. Aber Norberlin, der sagt mir was. Scheint ich zu kennen. Ja, vor allem auch Heavy Platoon gegen Medium Arti, Light Arti Platoon. Okay. Ich mach erstmal Mitte. Ganz serious. Amstel den Cross, wobei wahrscheinlich, wenn die schlau sind, pushen die dich. Ja, genau. Ja, im Cross, du kannst die spotten von ganz oben aus dem Busch, ne? Ja, ich hatte nur ein bisschen Angst vom T100. Ist der hier wild und fax immer. Ich warte noch mal kurz auf die Heavys und schieße ich gleich da auf den JOT. Tiger 2 kannst du auch. Ich muss jetzt drauf schießen. Ja, ja. Oh, Jagd-Tiger, guck mal. Ja, Volo. Oh. Jagdtiger ist halt wirklich so ein schönes Arbeitstier, ne? Es ist langsam. Der Jagdtiger ist halt für alle schön. Jeder freut sich über den Jagdtiger. Ja, der FV freut sich. Der Jagdtiger freut sich über den Jagdtiger selber. Richtig, das ist wirklich Träger. Jeder freut sich einfach, wenn der Jagdtiger da ist. Oh, der war schlecht gegangen. Oh, Cobra, Cobra. Ja, ich hab gerade geschossen. Ja, was macht der Cobra jetzt? Der bleibt einfach stehen.
Guck mal, er lädt sich gerade. Oh. Ah, du, der steht so am Hügel, da komme ich nicht ran, Mann. Okay. Ich schieße hier drüben mal auf ein paar. Ja. Ja. Aber dass ich den Tieren 100 Leid aus dem Gegnerteam noch nicht gesehen habe, macht mich ein bisschen. Vielleicht steht er da unten vor mir irgendwo im Gebüsch drin, ne? Ja, schieß einfach mit auf die Heavys da. Ich baller hier einfach ein, da ist ein perfektes Schussfeld. Wer ist Matt? Die 30. Ganz alleine auf der anderen Flanke. Light, Noob, No Sport. Stubshot, Stubshot, Noob, LP. Also ich jetzt, ne? Ja, ja, du. Weil. Das bildest dir halt auch ein, da auf deiner Spot-Position passiv zu spotten. Weißt du, seiner Definition nach. Wo ist der M103 überhaupt? Seiner Definition nach hat eine Light die ganze Zeit wie so ein Hirnamputierter durch die Gegend zu rammeln. Ja. Ich baller mit drauf da. Das waren doch die Spots, M103. Was ist denn los da? Echt? Mann, ey, die stehen halt wirklich direkt hinter der Hügelkuppe, nicht zu treffen. Ja. Es ist wirklich da so ein steiler Hügel. Da müsste ich auf A1 stehen, aber das war mir ein bisschen zu risky. Zu risky bisky. Du hast doch einen Burass, der dich covern würde. Ja, vorhin war da nur ein T30 die ganze Zeit. Ah, alles gut, alles gut. Wir gewinnen das schon noch. Ah, ich könnte ja auf einen 260 schießen, das ist doch toll. Ah, hier unten ist der Tiano mit Leid. Schieß mal auf den. Und ja. Der Type, ja, der Type pusht einfach durch. No fuck given, du. Mann, T100. Ich hab hier Tiger 2. Da muss ich jetzt eine AP laden. Oh nein. Noch jetzt. Der kommt da jetzt nochmal hochgefahren. Jagdtiger ist wieder back on track. Oh, ist einfach so schön. Es ist einfach so schön. So, du willst in die Tiger 2? Nee, ich kann jetzt hier die anderen bespaßen. Ich glaube, es ist wichtiger. 260 kann ich jetzt bespaßen. Der ist noch voll OP übrigens. Ja, okay. Die heilige Lötung. Den heiligen Hallen. Ach nein, jetzt geht er zu. Jagdtiger steht da völlig offen auf dem Völk rum. Kanaven steht da auch. Sicheres Ziel. Sicheres Ziel. Gönn dir, Buri. Ja. Gönn dir. Ich bin abgeprallt am Tiger 2 mit der AP. What the fuck? Wie zum Geier. LOL! Okay. Also, Kanone will nicht wirklich. Um ehrlich zu sein. Junge, die Schüsse, das kann doch nicht sein. Ja, das hätte ich auch gerade. Ja, ich habe gerade durch den Jagdtiger durchgeschossen. Tiger 2 nehme ich gleich. Ah, da schon nicht mehr. 187. Ich push den Jagdtiger selber. Jagdtiger. Ja, ich versuche den Light zu beschießen. Ja. Light habe ich sicher. Ach, ist wieder zu scheiße. Digga, what the fuck's happening hier drüben? Ich muss erstmal doppelbuschen, Moment. Brauchst du Hilfe auf der anderen Seite? Nee, geht schon. Dann klatsche ich jetzt den Light und mach alle anderen weg, okay? Getrackt ist 260. Ja, ja, der Light hat 30 HP oder so. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Die Runde ist nichts gebracht. Wo, weißt du, wo die gegnerische Arti steht? Nee, da habe ich noch nicht drauf geschaut. Jetzt aber, komm. Ja, meine 3 wird gerade weggejodelt. Ich hab die Dings uns getrunken. Schuss getroffen, Alter, Verwalter. Ach, der Tier, lol. Bruder, sag das doch, Mensch. Ich kann doch über alles reden, ey. Ah, jetzt kommt hier der nächste Arschloch-Driver. Ey! Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Jawohl. Schwenke. Beautiful! Beautiful!
So. Ja, ich muss jetzt mal wieder ganz kurz beweisen, dass Aiming overrated ist. Nehmen den Kanaven über die komplette Map aus der Fahrt. Ich hoffe, der stirbt nicht bis dahin. Nein. Ich habe jetzt Caliban gestern gespielt. Und ich sagte, so viele Schüsse über die komplette Karte, nicht ein bisschen geaimt, gehen einfach rein. Das ist so ein Witzimmer. Kanaban kommt in deine Richtung übrigens, ne? Ja, ich komme auch in seine. Ah, er hat sich noch festgebissen am Felsen. LT-Noob, Pussy-Noob, LT-Noob, Play-Noob. Ja, vor allem. LT-Noob. Vor allem, ich hab 6 Kills. Ja, du, er hat 0 Kills. Er ist offensichtlich der Bessere. LT-Noob, LT-Noob, LT-Hurensohn. Es hilft halt, wenn man das 30 Mal schreibt. Ne? Vielleicht wollte er auch einfach nur ins Fernsehen oder so. Ace-Tanker, ja, LT-Noob. Ach, ich hab ihn doch getroffen. Nice. Schau ihn. Ja, du, das müssen wir normal machen, aber ich fahre jetzt mal die bessere Ali hier dabei. Er hat alles gegeben. Laden. Mhm.